Rein ins Spiel, Freiburg komplett in Rot, hat nach 60 Sekunden die erste Chance der Partie. Kenneth Schmidt lauert da am zweiten Pfosten nach diesem Freistoß von Mika Bauer. Erste Aktion der Freiburger laut 60-Trainer Maurizio Jakubacci, die Zitat, aktuell beste Mannschaft der Liga. Und genau die kommt auch wesentlich besser rein in diese Partie. 12. Minute und Vermey. Vincent Vermey, erster flüssiger Spielaufbau der Freiburger. Tolle Ablage von Guttau und Top-Torjäger Vermey mit der ersten guten Chance. Die Anfangsphase gehört definitiv mal den Gästen aus dem Breisgau und Verlat. Was macht der denn da? Jesper Verlat, der Münchner Innenverteidiger mit einer Zusatzprüfung für Hiller. Die Flanke von Schmidt kommt gefährlich. Die Mannschaft von Trainer Thomas Stamm voll im Modus. Aber je länger die Partie dauert, desto mehr Bock aufs Mitspielen hat auch der TSV 1860. Langer Ball. Und plötzlich ist Boyamba auf und davon. Boyamba drüber. Ja, so schnell können die Löwen richtig bissig sein. Erster Münchner Angriff, erste gute Szene. Erst Freiburgs Rosenfelder ist hier in der Lage, Boyamba noch zu stören. Die 26. Minute und spätestens jetzt entwickelt sich ein richtig tolles Drittligaspiel. Das ist Makengo, der Außenverteidiger auf Offensivausflug und an die Latte. Der Sportclub kommt jetzt sogar völlig unverhofft zu Torchancen. Mit ein bisschen Glück fällt das Ding hier früher rein. Halbe Stunde rum, wie gesagt, es ist insgesamt ein gutes Spiel. 60 lauert jetzt auf Fehler, wie hier von Schmidt. Und plötzlich ist der Weg frei. Stefan Lex mit dem Auge für Lackenmacher. Und Atubolo, Riesentat vom Freiburger Torwart bei diesem platzierten Schuss von Finn Lackenmacher. Andere Seite, Freistoß Freiburg, indirekte Variante. Und Kehl an den Pfosten. Engelhardt lauert dann noch auf den Abpraller nach diesem satten Pfund von Lars Kehl. Beste Freiburger Chance aufs 1-0. Und der Sportclub, zuletzt ja 3 Spiele in Folge nicht verloren, zeigt ja heute, wir haben richtig Bock auf diesen Drittligarekord. Vermey ärgert sich da zu Recht, denn da war mehr drin. Nach diesem Zuspiel von Guttau fehlt Vermey nicht so richtig viel zu seinem 16. Saisontor. 44. Minute. Freiburg in dieser Phase absolut bestimmend und wesentlich griffiger. Wagner in dieser Szene mit dem Ballgewinn. Und Julian Guttau nimmt sich hier die Chance. Wir sind immer noch in der ersten Halbzeit und einen haben die Münchner noch zu bieten. Freistoß Holzhauser und Achtung, Tor! Erste Minute der Nachspielzeit und plötzlich steht es 1-0 für den TSV 1860 München. Der Freistoß von Raphael Holzhauser genießt völlig freien Luftraum im 16er der Freiburger. Auch Lackenmacher ist da nicht mehr entscheidend dran, sorgt aber für die nötige Verwirrung in der Defensive des Sportclubs. Dann ist Halbzeit, das Stadion an der Grünwalder Straße, heute übrigens mit 15.000 Zuschauern, komplett ausverkauft. Zweiter Durchgang und na klar, die Hausherren haben hier jetzt natürlich ein bisschen Rückenwind. Das ist Morgalla, starker Antritt und starke Vorarbeit für Bär. Der eingewechselte Marcel Bär wird ja gerüchteweise mit Freiburg 2 für nächste Saison in Verbindung gebracht, bekommt hier aber den Ball nicht so richtig unter Kontrolle. Der Sportclub ist in dieser zweiten Halbzeit natürlich auch ein bisschen gezwungen, ein bisschen mehr zu machen. Vor allem, wenn es denn heute noch klappen soll mit dem Drittliga-Punkterekord. Ein Unentschieden würde ja schon reichen, um die 65-Punkte-Marke des FC Bayern 2 von vor 3 Jahren zu knacken. Und die Szene, die wir Ihnen jetzt gerade zeigen, die belegt auch ganz eindeutig, Freiburg erhöht den Druck und das Pressing. Ball abgefangen, 60 kann sich nicht befreien, Bauer mit dem Zuspiel wieder auf Vermey. Der Top-Torjäger mit seiner nächsten guten Chance und wir lassen diese Szene jetzt auch weiterlaufen, denn die Münchner starten direkt in einen Konter. Holzhauser hat Zeit und Platz, bringt die Flanke auf Lex. Jetzt geht's hier aber mal richtig hin und her, durchatmen und einmal sortieren. Erst hat Vincent Vermey auf der einen Seite die Möglichkeit zum Ausgleich und dann geht es schnurstracks rüber auf die andere Seite, wo Stefan Lex von Holzhauser richtig gut in Szene gesetzt wird.
die 77. Minute. So langsam aber sicher geht's Richtung Schlussphase. Und von der Moral her, von der Einstellung, ist das tipptopp. Was der Sportclub hier alles probiert, wieder ist Vermey dabei. Und was im allerersten Moment nach einem Foul aussieht, ist in Wirklichkeit eine perfekt getimte Grätsche von Niklas Lang. Es ist einfach nicht der Nachmittag von Vincent Vermey. Ganz sicher auch eine Erkenntnis bei Freiburgs Trainer Thomas Stamm. 10 Minuten noch und der Sportclub, man kann es nicht anders sagen, steckt nicht auf. Probiert es mit allen Mitteln, wie nach diesem Eckstoß. Kommt der Ball gleich nochmal rein von Philipp Treu in den Strafraum. Und Achtung, da ist der Kopf von Rosenfelder. Das gibt es doch gar nicht. Max Rosenfelder, 20 Jahre jung, 1,86 groß, hat hier vielleicht die dickste Chance in der Schlussphase auf den Ausgleich. Drittes Mal Aluminium in diesem Spiel. Und dann ist plötzlich nochmal auf der anderen Seite ein bisschen Alarm. Freistoß für 1860. Stefan Lex. Der Ball wird abgefälscht und geht drüber. Den Münchnern wird es ziemlich egal sein, denn kurz darauf ist Schluss. Freiburg 2 verliert bei 1860.